Guten Tag und herzlich willkommen bei Thomas Pusch. Mein Gast heute ist Ludwig Reinig. Guten Tag. Vor 20 Jahren, genau am 27. August 1999, ging der offene Kanal Stendal auf Sendung. Anlässlich des 20. Geburtstages gibt es eine Sonderreihe von Thomas Pusch mit Gästen der ersten Stunde und solchen, die darüber hinaus den offenen Kanal geprägt haben. Herr Reinig, Sie sind ja so ein bisschen was wie beides. Sie sind sowohl jemand der ersten Stunde als auch haben den offenen Kanal Stendal geprägt. Aber ich würde ganz gerne mit Ihnen noch ein gutes Stück weiter zurückgehen. Sie sind 1947 geboren worden, aber nicht in Stendal, obwohl man Sie eigentlich mit dieser Stadt seit vielen Jahren, Jahrzehnten in Verbindung bringt. Das ist richtig. Ich bin in Sachsen geboren worden. In einem Dorf bei Löbau, das Kittlitz heißt, das war eine Zentralgemeinde, also ein etwas größeres Dorf. Bin dort auch zur Schule gegangen bis zur 10. Klasse und dann weiter in die Lehre in ein anderes Land. Mhm. Wie groß ist das Dorf so ungefähr gewesen? Ja, zwischen 500 und 700 Einwohner hat es. Große Kirche, wenn ich die hier vergleiche mit Stendalern, also kann sie sich zumindest mit der Petrikirche dort, also mit messen. Gut. Ja. Und damals gab es da auch noch eine Schule, die es heute wahrscheinlich nicht mehr gibt. Dort gab es, wie gesagt, eine polytechnische Oberschule. Ja. Ja. Dort gingen dann auch, also war es mehr oder weniger eine Zentralschule, dort gingen dann auch die Schüler ab, der mindestens ab der 9. Klasse dann bei uns, die umliegenden Dörfer, ebenfalls die Schüler bei uns zur Schule. Danach sind Sie dann in die Lehre gegangen. Was haben Sie gelernt? Wo war das? Ich bin in die Lehre ins Braunkohlenkombinat Lauchhammer. Das liegt bei Senftenberg, also das Senftenberger Kohlerevier gegangen und habe dort Elektromonteur gelernt. Was hatten Sie für eine Verbindung zu Elektro? Gab es da jemanden aus der Familie oder war das reiner Zufall, dass Sie genau das gelernt haben? Ja, auch wenn das heute möglicherweise nicht mehr so erscheint, aber auch bei zu DDR-Zeiten konnte man nicht alles überall lernen. Mhm. Und ich habe mir nicht unbedingt gewünscht, Elektriker zu werden. Das wird auch meine weitere Entwicklung, die ich dann vielleicht hier noch darlegen kann, zeigen. Ja, weil Mathematik nicht so gerade meine Stärke war und als Elektriker muss man das können. Aber es hat sich angeboten, das dort zu tun. Und demzufolge hatte ich dann diese Lehrstelle in Lauchhammer angenommen und auch erfolgreich dann diese Lehre beendet. Ich wollte gerade nochmal auf die Schulzeit zurückkommen. Sie sagten jetzt schon, Mathe war jetzt nicht so unbedingt Ihre Stärke. Was waren denn Ihre Stärken oder was waren Ihre Lieblingsfächer? Meine Lieblingsfächer waren vor allen Dingen die musischen Fächer, einschließlich Sport, muss ich dazu sagen. Also sportlich war ich in der Richtung auch. Also das dann auch ich auch in dieser Richtung dann mich dann irgendwo entwickelt habe und war natürlich auch schon damals sehr gesellschaftlich, also in politischen Ereignissen interessiert. Musisch, das geht ja dann auch schon so in die Richtung, was Sie später gemacht haben. Sie haben ja im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie an der Schule in der Band gespielt haben. Was war das für eine Band? Ja, das ist dann schon etwas weiter, muss man sagen, in der Lehre hatten wir da keine Band gehabt, in der Lehre hatte ich ein Kabarett, das ich da auch selbst mit gegründet habe, in diesem Lehrlingswohnheim, wo ich dann auch einmal untergebracht war, hatten wir so ein Kabarett gebildet und haben dort auch in diesem Kabarett dann eine Musikgruppe oder auch mehrere in Duo, in Trio und so weiter dann zu verschiedenen Sachen gehabt und haben dort entsprechend dann auch Programme gestaltet, erstmal für die Lehrlinge, aber auch darüber hinaus für die Region. Wie viele waren Sie da in dieser Truppe? Das waren ungefähr 10 Mann. Na ja. Ja, aber wie gesagt, das hat sich dann immer variiert, auch zu den entsprechenden Sachen, die wir dann auch aufgeführt hatten. Und Sie sind dann eben halt nicht nur so im Lehrlingswohnheim aufgetreten, sondern auch draußen so richtig für die Öffentlichkeit? Auch darüber hinaus. Wie gesagt, ich bin auch dann auch als Duo mit aufgetreten mit einem Mädchen dann noch. Wir haben dann auch selber Texte und auch selber Lieder oder Songs gemacht. Mhm. Ja, zum Beispiel auch ein Vietnam-Song, der dann auch weit, muss man mal sagen, über Lauchhammer hinaus dann bekannt wurde, weil der aufgenommen worden ist dann durch den damaligen Sender Cottbus von Radio DDR. Aha. Das heißt, das wurde dann eben richtig auch im Radio ausgestrahlt? Ja.
Das ist doch schon so ein ganz schöner Erfolg. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Also ich habe ja jetzt so ein bisschen mitbekommen, das, was Sie beruflich gemacht haben, war nicht unbedingt das, was Sie gerne gemacht haben, aber das, womit Sie sich in der Freizeit beschäftigt haben, ja dann umso mehr. Ich muss sagen, was ich gelernt habe, das habe ich dann Genau. nicht, aber was Zu ich dem anderen beruflich, kommen wir dann noch. beruflich Da kommen kommen wir wir noch ja dann hin. im Prinzip ja Ja. noch. Ja, das ist wohl wahr, also so, dass wir, wo ich sagen muss, dass, jetzt habe ich die Frage vergessen. Wie erfüllend das jetzt so war, dass man in dem, was man mit dem, was man in der Freizeit gemacht hat, so viel Erfolg hatte, dass sie also öffentlich aufgetreten sind, dass sie sogar auch auf Radio DDR gespielt worden sind. Das beflügelt doch so ein bisschen, denke ich, oder? Das beflügelt schon, um weiterzumachen in dieser Richtung. Ich bin dann in die Richtung mehr oder weniger gegangen. Dann nicht, dass ich da irgendwo eine Kapelle gegründet hätte oder irgendwo in dieser Sache, sondern ich habe mich dann beruflich weiterentwickelt. Ich sagte ja aber auch, was noch von Sport beruflich Ja. weiterentwickeln wollen. Jetzt nicht als Elektromonteur, weil ich das nicht unbedingt gerne gemacht habe, das stimmt. Ja, und wollte da erstmal, ich muss dazu sagen, das habe ich noch nicht erwähnt, dass ich dort in der GSD bei der Lehre im Fallschirmspringen war und dort auch entsprechende Fallschirmsprünge ja, bei der GSD in Schwarzheide dann abgewickelt hatte und so bei mir der Wunsch entstand, ja, zu den Fallschirmjägern irgendwo, man wusste ja alle zur Armee zu gehen, das war mal mein erster Wunsch. Den konnte ich mir leider nicht erfüllen, weil ich die gesundheitlichen Voraussetzungen dafür nicht mitbrachte, so dass ich mich dann für ein Angebot annahm und auf die Jugendhochschule Wilhelm-Pieck nach meiner Lehre gegangen bin. Die war wo? Die Jugendhochschule Wilhelm-Pieck war am Bogensee, also hier Berlin-Weißensee in der Nähe da. Ja. Und da haben Sie was gelernt? Ja, da bin ich ein Jahr ausgebildet worden, um meine spätere Tätigkeit, die ich dann als erstes gemacht habe, also es war meine erste berufliche Tätigkeit, da war ich Kreissekretär für Kultur, Sport, Touristik der FDJ-Kreisleitung Senftenberg. Danach diesen 10 Monate, die diese Jugendhochschule dann, dieser Lehrgang dann ging. Was hat so ein Kreissekretär für Kultur, Sport und Touristik zu tun? Was macht Ja, man das da? sagt ja eigentlich der Titel aus. Also ich habe mich um die Ja. kulturellen Belange dort vor allen Dingen, die FDJ war ja zu dieser Zeit dann die Massenorganisation, in der fast alle Jugendlichen integriert waren. Und dort spielte natürlich dort die Kultur auch eine entscheidende Rolle. Es gab dort in dieser Zeit eine sehr breite Singebewegung, muss man sagen. Ja, also die möglicherweise als Gegenkonzept dann für den aufkommenden Beat, also der Beatles, also diese Beatle-Kult, mehr oder weniger dort gegründet worden ist. Aber es hat sich, wie gesagt, war auch eine breite Bewegung trotz allem gewesen, hat sicherlich das Interesse an den Beatles nicht eingedämmt, ja, sondern Wo ich Sie es denke gerade mal sagen, wie fanden im Sie die Gegenteil. Beatles? Bitte? Wo Sie es gerade sagen, wie fanden Sie die Beatles? Gut, sehr gut. Findest du Okay, noch gut? ja, gut. Ja, gar nicht anders. Ja. Aber wie gesagt, das war damals, weil Sie sagten jetzt, das war die eine Seite, die dann, was meine Aufgaben war, sich damit beschäftigen. Ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, ich hatte dann auch noch so ein junger Talente da mitgegründet. Ja, diese Zeit, muss ich sagen, war allerdings nicht sehr lang. Ich war dann auch nochmal in einem, also die meiste Zeit noch in einem Orgbüro zur Vorbereitung. Es gab ja immer solche Treffen der Jugend. Ja, das war das Treffen junger Sozialisten, zu denen ich dann nach Berlin ins Orgbüro dort noch beordert wurde. Ja, und dann eben in diesem Orgbüro dieses Treffen junger Sozialisten, diese Bühnenprogramme, diese Programme insgesamt, Ja. Rahmenprogramme, die zu diesen Treffen dann Ja. stattgefunden sind, zu organisieren. In dieser Zeit, muss ich auch sagen, war ich auch im Theaterchor, also diesen Extrachor des Senftenberger Theaters und habe dann auch zum Beispiel in der Oper Rigoletto als Chorsänger mitgewirkt. Toll, das ist ja klasse und auch klassisch. Das dauerte dann, Sie waren da jetzt ein Jahr, Nee, das oder? war, da war ich, also da war ich 2 Jahre, Zwei da war ich Jahre. da, also 2 Jahre war Okay. ich dann von 68 bis 70 war ich dort in
Mai 70, im Mai 1970 wurde ich dann zur Truppe einberufen. Und da waren Sie dann wo? Ja, dann hat man, wie gesagt, da ich nur FDJ-Funktionär war, in diesem Sinne hat man mich nicht gefragt, wo ich hin wollte. Ich hatte schon gesagt, ich wollte zum Fallschirmjäger, das hat nicht geklappt. Ich hatte mich dann auch nochmal beworben für Offizierschule in Bautzen, für Luftverteidigung. Das habe ich dann ebenfalls wegen gesundheitlichen Problemen, also gesundheitlichen Bedingungen, die ich nicht erfüllte, auch nicht geschafft. So dass ich dann, ohne dass ich das unbedingt wollte, zu den Grenztruppen einberufen worden bin. Ja, dann war ich auf der Unteroffizierschule der Grenztruppen. Da war ich aber auch nur zur Grundausbildung und wurde dann gefragt und zur Offiziershochschule nach Plauen delegiert. Ja, habe dort die Sonderreife gemacht erstmal, bevor ich dann mit den, das heißt, ich habe ja die 10 Klassen nur gehabt, habe also das Abi gemacht, auf Deutsch gesagt. Und habe dann an der Offiziershochschule in Plauen 3 Jahre lang studiert. Und dann waren Sie bei der Truppe im Einsatz. Wo waren Sie dann nach den 3 Jahren im Plauen? Nach den 3 Jahren, wie gesagt, bin ich zum Leutnant ernannt worden und war dann als Truppenoffizier ausgebildet. Ja, dann gleichzeitig mit der Berufsbezeichnung Hochschulingenieurökonom ausgestattet. Ja, und hatte dann verschiedene, also angefangen von Zugführer über Stellvertreter, Kompaniechef. Ja, musste dann wieder oder bin dann delegiert worden zu Militärpolitischen Hochschule, ja, nach Berlin-Gronau war die. Ah. Ja, und wurde da ein Jahr ausgebildet zum Politoffizier. Inwiefern spielte denn das Kulturelle auch da eine Rolle in Ihrem Leben? Das Kulturelle spielte vor allen Dingen in der Offiziershochschule eine Rolle. Dort war ich dann wieder, ausgehend von meinen Erfahrungen, ich hatte ja schon in den zivilen Bereich, war ich dann wieder in einer Singlegruppe und natürlich auch in einer Offiziersschülerband, ja, die dann also auch nicht nur vor den Offiziersschülern, sondern dann auch im Bereich Blauen dann zum Tanz zum Beispiel aufgespielt hat. Damals war Disco noch nicht so das Mittel, sondern das war dann Live-Musik, die dann, nachdem die Leute damals getanzt hatten. Und das haben wir zumindest während dieser Zeit getan. Wir waren natürlich auch da zur, ja, sagen wir mal, Truppenbetreuung. Wenn zum Beispiel, es war ja jährlich, gab es ja in Berlin zum 1. Mai eine Militärparade. Ja, ich war jedes Mal bei dieser Militärparade dabei, aber nicht zum Marschieren, sondern ich war mit dieser Band dabei. Wir haben dann auf dem Flughafen in Berlin Schönefeld, im hinteren Bereich, wo dann die Übung zur Vorbereitung dieser Parade war, dann die Soldaten dann in den entsprechenden Pausen auch mit unserer Musik unterhalten. Haben Sie ein Instrument gespielt? Ich habe Gitarre gespielt. Ah ja. Wann hatten Sie das gelernt? Ja, das habe ich mir selbst beigebracht, muss man sagen. Ja. Und so, dass das ich entsprechend auch ausüben konnte. Ich war kein großer Solo-Gitarrist, sondern es hat gereicht, um mich dort selbst zu begleiten. Gut. Oder auch gereicht, um in der Band zu spielen. Ja. Die Zeit bei der NVA nahm ja auch ein ganz schönes Stück in Ihrem Leben ein. Wie lange waren Sie insgesamt dabei? Also ich war 20 Jahre dabei, ja, und davon, wie gesagt, den ersten Teil in verschiedenen Dienststellungen, sagte ich ja schon, vor allen Dingen im nördlichen Teil unserer damaligen Republik, also im Schweriner Bereich, und bin dann 1978 hierher versetzt worden nach Stendal. Habe dann hier die Möglichkeit gehabt, ein Studium an der Karl-Marx-Universität in Leipzig aufzunehmen, wo ich dann Kulturwissenschaft studiert habe, dass ich dann 1983 erfolgreich mit dem Diplom als Diplom-Kulturwissenschaftler abgeschlossen habe. Und bin dann ab diesem Zeitpunkt hier Kulturoffizier für den Verband der Grenztruppen. Das war früher das Grenzkommando Nord bis Mitte der 80er Jahre. Anschließend war es dann Grenzbezirkskommando Magdeburg. Jetzt frage ich nochmal, auch wenn es ja schon in der Bezeichnung drinsteckt, aber womit beschäftigt sich ein Kulturoffizier konkret?
Das beschäftigt sich zwar konkret, wie gesagt, ich sagte ja schon hauptsächlich das, Truppenbetreuung in diesem Sinne. Ja, es gab bei uns ja auch dort in den einzelnen Kompanien oder auch in den Regimentern, gab es ja auch Kulturgruppen, die dort betreut werden mussten, aber darüber hinaus natürlich auch zu entsprechenden Feiertagen wie Ostern, Weihnachten, Pfingsten wurde dann durch mich und mit den Kulturoffizieren in den Regimentern, ja, und mit der Konzert- und Gastspieldirektion zum Beispiel Berlin, dann solche Tourneen, also wo diese Künstlergruppen, also ein ganzes Programm, dann durch die Regimenter dort tourten zu dieser, also mehrere Auftritte hatten zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten und so weiter. Das musste ja alles im Wesentlichen mit organisiert werden. Darüber hinaus, muss ich dazu sagen, gab es auch Magdeburg, in Magdeburg auch ein Musikchor, das mir auch dann mehr oder weniger fachlich unterstand, nicht dienstlich, da gab es immer Kommandeure, die zuständig waren, aber fachlich, also was die entsprechende Anleitung etc. auch kümmern um diese Leute, um ihre Probleme etc., das stand dort in den Mittelpunkt. Und darüber hinaus muss man sagen, es gab in jedem Regiment, die wir hatten, gab es einen Kulturoffizier, also nennt sich Instruktor für kulturpolitische Arbeit, um mal exakt zu bleiben. Ja. Ja, und ich hatte dann die Aufgabe, diese entsprechend auch anzuleiten und ihre Arbeit mit zu begleiten. Also man erschien durchaus auch als Künstler in Uniform eben halt auch richtig in der Öffentlichkeit mit Tourneen, wie Sie so sagten, zu bestimmten Anlässen, jetzt nicht ständig, aber eben doch mehrmals im Jahr, und war da auch schon in der Republik unterwegs. Richtig. Und Ihre Zeit bei der NVA endete dann wann? Die endete in Oktober oder Ende September 1990. Okay. Ja, ich muss aber nochmal sagen, mit meiner Tätigkeit, weil ja immer wieder, um das nochmal richtig zu stellen, weil mich das immer wieder ärgert, weil es gesagt wird, hier das Kulturhaus, was hier draußen der Grenzturm in ein Objekt, was demnächst hier umgewandelt werden soll, zu einer Erstaufnahmestelle. Ja, das wurde in der Presse vor allen Dingen immer falsch bezeichnet, aber mal als Offizierscasino. Das stimmt nicht. Nee, das war ein Kulturhaus der Grenztruppen, was wir hier draußen haben. Ja. Ja, mit einer Bibliothek, die drin war, einen großen Saal, wo Kino und so weiter stattgefunden hat. Und in der unteren Bereich war eine Gaststätte. Und dieses Kulturhaus war außerhalb des Objektes. Es war öffentlich. Für alle, oder? Öffentlich. So, ja, öffentlich. Das meine ich. Es konnte jeder dort in die Gaststätte essen gehen. Es konnte jeder da entsprechend auf Veranstaltungen, die waren, ohne dass er das Objekt hier draußen betreten hat, dort teilnehmen. Also es war kein Offizierscasino, sondern es war ein Kulturhaus der Grenztruppen, das wollte ich nur nochmal gesagt. Das ist in Ordnung. Gut, dass ich das nicht so geschrieben habe. Wie groß war Ihre Ratlosigkeit dann im Herbst 1990? Also was macht man dann, was überlegt man, wo versucht man dann wieder Fuß zu fassen? Ja, durch meine Tätigkeit hatte ich natürlich hier in Stendal schon, sagen wir mal, Verbindungen geknüpft und war ja auch, unter anderem, was ich dort noch nicht gesagt habe, mit entsprechenden staatlichen Stellen der Kultur, ob das jetzt hier meinetwegen auch das Kulturamt der Stadt oder aber auch, was die Bezirke betraf, die Abteilung Kultur der Räte der Bezirke, mit denen hatte ich natürlich ständig Kontakte und hatten wir auch ständige Austausche, was in kultureller Arbeit entsprechend da zu tun ist. Und deshalb war ich hier schon in Stendal auch Mitglied des Kulturbundes gewesen. Ja, und muss dann auch sagen, dass ich dann in der letzten Wahlperiode vor der Wende für den Kulturbund sogar in Stadtverordnetenversammlung war, allerdings nicht als Stadtverordneter, sondern als Nachfolgekandidat. Okay. Die gab es damals, das war damals ja so geregelt, dass die wurden auch immer bei Sitzungen und so weiter angeführt. Mhm. Ja, es gab dort festgewählt, also die waren dann die, die eben nicht die Zahl hatten, also wirklich aber als Nachkandidat feststanden, die gleichen Rechte im Prinzip hatten wie die Stadtverordneten. Aber wie gesagt, wir konnten ja jederzeit reden, das Rederecht, aber hatten eben nicht das Stimmrecht. Es gab damals auch Ausweise zum Beispiel für diese Stadtverordneten, was es heute nicht mehr gibt. Aber damals gab es sie, und da hatten zum Beispiel die
Nachfolgekandidaten ebenfalls solche Ausweise. Und die, wie gesagt, hatten auch die Vergünstigung. Es gab eine Vergünstigung für diese Stadtverordneten. Man konnte zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel hier kostenfrei benutzen. Das ist ja prima. So, wie gesagt, deswegen hatte ich da entsprechende Verbindung. Ja. Ja, und da bin ich im Prinzip da auch nicht an ein tiefes Loch gefallen. Mhm. Ich hatte dann, der Kulturbund existierte da noch zu diesem Zeitpunkt, wo ich da schon Kontakte aufgenommen hatte, um da auch, wie gesagt, dort möglicherweise auch arbeiten zu können. Ja, das hat dann weitestgehend auch geklappt, aber nicht mehr, weil der Kulturbund dann eben auch aufgelöst wurde und auch seine Mittel, die er hatte, entsprechend eingeschränkt waren. Hatte ich dann als ABM im Kulturbund erstmal angefangen zu arbeiten, hatte mich dort vor allen Dingen um den Club der Intelligenz und um die Clubgalerie Schadewachten gekümmert. Mhm. Es gab ja dann in dieser Richtung zwei Sachen, muss man sagen. Es gab diesen Kreisverband des Kulturbundes und es gab einen Ortsverband des Kulturbundes. Der Kreisverband des Kulturbundes hatte sich dann Anfang der 1991er ja. Jahre dann umbenannt Jetzt gucke ich auf meinen Zettel, deswegen habe ich meinen Zettel ja jetzt hier mitgenommen. Ja, das war dann der altmärkische Heimatring, der sich auf der einen Seite bildete und auf der anderen Seite wurde das, was hier die Ortsgruppe des Kulturbundes war, nannte sich dann in Stendaler Kultur- und Heimatverein, beides im Kulturbund e.V. So, und dort war ich dann in dieser Clubgalerie beschäftigt und war auch der Geschäftsführer beider Vereine. Mhm. Das war dann. Aber dann, wie gesagt, weil aufgelöst wurden auf ABM. Genau, das wollte ich dazu sagen. Genau, wollte ich gerade hinterfragen nochmal. Es war also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das war jetzt noch nicht eine richtige volle berufliche Tätigkeit wieder, oder? Nein. Ja. Das war, ja gut, ich meine, ich habe dort 8 Stunden ebenfalls gearbeitet, habe dort mehrere Ausstellungen, in der Zeit so viel wie möglich Ausstellungen dort organisiert und habe natürlich auch die Geschäfte dann der beiden Vereine geführt. Also altmärkischer Heimatring, muss ich jetzt dann nur sagen, wurde ja dann, nachdem hier von Lübbe, unser Partnerkreis, drauf gedrückt hat, dass ja auch ein Heimatverein, also altmärkischer Heimatbund gegründet wird, ja, ist das dann auch passiert und es sind dann, sagen wir, der altmärkische Heimatring hat sich damals dann aufgelöst und ist übergegangen in den altmärkischen Heimatbund. Also die hauptsächlichen Mitglieder des dann damals gegründeten altmärkischen Heimatbundes waren Mitglieder des altmärkischen Heimatrinkes, beziehungsweise Vormitgliedergruppen und Mitglieder des Kulturbundes, das, was sich da herausgebildet hat. Führen Sie uns doch nochmal zurück ins Jahr 1991. Das war ja die Zeit der großen Umbrüche, der großen Brüche auch in Biografien von Menschen. Alle mussten sich neu orientieren. Welche Rolle hat denn damals Kultur in Stendal gespielt? Also Kultur in Stendal hat, denke ich mal, auch damals schon eine relativ große Rolle gespielt. Ich sage jetzt auch die Clubgalerie Schadewachten, die ich da in dieser Zeit betrieben habe. Ja, ich habe da mit vielen Künstlern da aus Stendal auch, also Laienkünstlern und so weiter, zusammengearbeitet, die dort auch Ausstellungen machen konnte. Ja, es gab dort, wie gesagt, den Club der Intelligenz, der sich dort auch mit vielen Kulturveranstaltungen, also Lesungen etc. organisiert hatte. Man muss aber allerdings sagen, dass sich, was sich diese Frage Kulturbund betrifft, sich es dann so entwickelt hat, dass ich, man muss dort wissen, was für Gruppen in diesem Kulturbund, also Interessengemeinschaften waren. Ja, da waren die, würde man sagen, alles was Naturschutz, Umwelt etc., Kakteen, Sukkulenten bis hin zu Briefmarkenverein oder Interessengemeinschaft, alles war dort untergebracht.
Ja, und es gab natürlich in der alten Bundesrepublik und jetzt dann natürlich auch nach der Wende in der ehemaligen DDR dann auch die Bestrebung dieser einzelnen Verbände. Ja, also ob das die Briefmarken waren, ob das jetzt hier der BUND, natürlich auch diese Mitglieder dort dann zu integrieren. Und so hat sich dann im Prinzip aus diesen noch relativ, wir waren dort über 100 Mitglieder damals, ja allein in Ortsverein Stendal, hat sich das dann Stück für Stück relativiert, sodass dann auch dieser Stendaler Kultur- und Heimatverein dann im Endeffekt dann auch noch als Schwerpunkt die Wandergruppe nur noch hatte, dann eine Gruppe, die sich mit der Stadtgeschichte beschäftigte und eine Gruppe Philatelie, die nicht in den Philatelie-Verband eingetreten ist. Ja, das war dann, also waren wir trotzdem noch, sind heute noch die stärkste Gruppe, wenn man das so will, denke ich mal, hier in Stendal. Und so kann man das im Prinzip sagen. Es gab ja damals auch, jetzt habe ich jetzt Kulturbund wieder gesagt, es gab ja damals auch, weil er sagt, eine Allgemeinkultur. Ja, es gab ja damals auch schon das Rolandfest, was entsprechend durchgeführt worden ist, regelmäßig. Ja, und es gab auch natürlich auch andere, das Theater der Altmark, muss auf alle Fälle noch nennen. Also das ist, also Kultur gab es hier in Stendal, denke ich, genügend. Es gibt natürlich immer Leute, die gibt es heute auch noch, die sagen, es ist nicht genügend Kultur, genügend Angebote, was Kultur betrifft, da. Aber ich denke mal, es sind genügend Angebote, man muss sie eben nur nutzen. Das ist wohl wahr. Beruflich ging es für Sie ja dann aber noch weiter. Ja, beruflich ging es für mich dann weiter. Ich hatte dann das Glück, in der Stadtverwaltung in Stendal eine Anstellung zu finden, wo ich zuerst nicht im kulturellen Bereich, sondern da war ich erstmal im Personalbereich tätig, für die Ausbildung anfänglich zuständig, bin aber relativ schnell, weil das eben ich auch dort deutlich gemacht habe, auch den entsprechenden Verantwortlichen in der Stadt, dass ich ja Diplom-Kulturwissenschaftler bin. Dann kam ich in das Museum und habe dort mitgewirkt bei der Eröffnung und in Gangsetzung des Musikforums Katharinenkirche. Damals ja ein wirklich sehr beeindruckendes Projekt. Was sind so Ihre Erinnerungen daran, an das Werden des Musikforums Katharinenkirche zu dem, was es jetzt ist? Also die Erinnerung kann man sagen, also die größte Erinnerung war natürlich die Eröffnung durch den damaligen Bundespräsidenten, der dort anwesend war, Richard von Weizsäcker, in 1994 im Mai. Das war sicherlich dort das Highlight. Vorher gab es natürlich viele Sachen, die dann geklärt werden mussten. Das müsste eingeräumt werden, neues Möbeljahr und. Also es gab dort viele Sachen, die haben aber Spaß gemacht, muss man sagen. Und dann bin ich auch ein kleines Stück stolz darauf, dass ich dort mit die Profilierung dann und Ausrichtung des Musikforums mit entsprechenden Veranstaltungen als heute sehr, sagen wir mal, bekannten, auch über die Grenzen Stendals hinaus bekannten Ort für entsprechende kulturelle Veranstaltungen. Ja, angefangen von Jütting Stiftung, die dann mit reingekommen ist. Ja, ich hatte ja auch noch mit Jütting in dieser Richtung, da hat er zur damaligen Zeit noch gelebt und auch mitgeprägt dann die Entwicklung dieses Gebäudes, des Musikforums, beziehungsweise aber auch entsprechender Stiftung und auch der Inhalte, was in diesem Musikforum dort stattfinden sollte. Als was für einen Menschen haben Sie ihn in Erinnerung? Ja, als einen, also umgänglichen, aber sagen wir mal auch sehr energischen, wenn er dort irgendwie Ideen und Vorstellungen hatte, dann hat er auch schon sehr dafür gewirkt, dass das entsprechend auch durchgesetzt wurde. Also das, so habe ich ihn persönlich kennengelernt. Ja, ich habe aber, wie gesagt, nicht so sehr mit ihm zu tun gehabt. Das war ein anderes, das war die Jütting Stiftung. Da drin in diesem Stiftungsrat war ich ja nicht. Hatten Sie die Möglichkeit, bei der Eröffnung mit Richard von Weizsäcker ein paar Worte zu wechseln? Ich hätte die Möglichkeit gehabt, ich habe es aber nicht getan. Okay. Ja, also er war dort da, war beim dort Volk, also das am Eingang, wo er rein ist, und so kann ich mir dann mal. Aber er war ja nicht der einzige Bundespräsident, das war ja nochmal jetzt muss ich selbst überlegen schon wieder. War Johannes Rau da? Johannes Rau, genau. Es war Johannes Rau, ja auch noch da, sind sie. Und
Da war ich dann schon im offenen Kanal und da gab es schon den offenen Kanal und da hat der offene Kanal zum Beispiel den Besuch Johannes Rau schon gedreht. Und da Na, stand ich denn. unter anderem jetzt nicht nur, also weil ich dort entsprechend verantwortlich war für die Musikforum, sondern da stand ich auch hinter der Kamera. Prima, den Bogen spannen wir dann nachher nochmal. Als Sie in der Kulturverwaltung angefangen haben, war die ja noch in Stadtsee beheimatet, nicht wahr? In einer Kindereinrichtung. Da müssen wir jetzt noch einen Schritt nach vor machen, einen Schritt nach vorne machen, also was zumindest meine Entwicklung in der Stadt betrifft. Ja. Also ich war bis 1997, also Mitte des Jahres, war ich dann in Musikforum Katharinenkirche. Und 1997, also nicht bis Mitte 97, sondern bis Mitte 96 muss das dann gewesen sein, war ich im Musikforum und 1997 war ja dann der zweite Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal. Und da bin ich in das Orgbüro des Sachsen-Anhalt-Tages gekommen, ja, und habe dann dort die Arbeit in diesem Orgbüro aufgenommen und war dann in diesem Orgbüro zuständig, was alles, was Bühnenprogramme, alles, was Programm, Ausstellung etc. in dieser Richtung verantwortlich. Sie hatten ja in der Vergangenheit auch schon sehr viele Dinge organisiert, kannten sich auch mit Logistik aus und so weiter, was alles dazugehört. Aber der Sachsen-Anhalt-Tag, diese 3 Tage in Stendal, der war doch, glaube ich, noch mal eine andere Hausnummer, oder? Das war auf alle Fälle eine andere Hausnummer, weil wir hatten ja auch in der Richtung, in dieser Größe der Organisation so eines Festes hatten wir ja nur keine Vorstellung. Und das waren, wenn ich hatte ja nur ein bisschen Vorstellung, weil ich ja sowas da schon organisiert hatte, schon in meinen, ja, auch zu DDR-Zeiten in der Richtung schon. Aber auch die anderen Mitglieder unseres Orgbüros waren, die war das Neuland, sodass wir uns oder auch in Bernburg, dort war der erste Sachsen-Anhalt-Tag in den Orgbüro, dann auch Erfahrungen abgeholt haben, wie die das gemacht haben. Aber trotzdem, wie gesagt, war das für uns immer Schritt für Schritt, wie wir uns da dort rantasten mussten und das machen mussten. Ich meine, es haben nicht alle, die in diesem Orgbüro waren, diese, sagen wir mal, Belastung, muss man das sagen, auch durchgehalten. Es haben einige das Handtuch geworfen. Ja, aber ich muss allerdings sagen, diese 5 Leute, den Kern dieses Orgbüro gebildet haben, ja, 6 kann man jetzt auch sagen, aber die haben sich natürlich, weil es so prägend war, ja, bis 20 Jahre oder man kann sagen, ja, 97, was ist 97, Ja, sind schon 17, also über 20, 20 Jahre. über 20 Jahre, nee, 30 Jahre bald. Nee, es sind, wir haben 2019, 22 Jahre. 22 Jahre. Ja. Ja, das ist prägend. Nee, und da kann ich alleine sagen, also wir haben uns doch dann mit diesem Orgbüro ja dann entsprechend auch dann jährlich nochmal irgendwann getroffen. Die ersten Jahre nach den Sachsen-Anhalt, dann sind wir auch zu den anderen Sachsen-Anhalt-Tagen gefahren Ja. und haben uns dort auch dann mit entsprechend dann auch Staatskanzlei etc., die das dann wieder organisiert haben, getroffen. Das hat dann nachgelassen, aber wir haben es trotzdem noch weiter irgendwie regelmäßig oder in unregelmäßigen oder ja doch in regelmäßigen Abständen einmal im Jahr irgendwo getroffen. Und wenn es nur zum Geburtstag war, denn zu meinem 70. Geburtstag zum Beispiel, ja, war ebenfalls dieses Rückbüro mit anwesend, ja, und hat mir zum Geburtstag gratuliert. Also das zeigt nochmal, Ja, dass sowas prägt finde ich und gut, ja. Schweißt doch so ein bisschen zusammen. Denn das es war weiß. ja sehr wohl eine Veranstaltung, wie es sie eigentlich vorher so nicht gegeben hatte. In der Größe hier, denke ich Ne? mal, nicht. Es gab, wenn ich historisch mal Währendorf hier schon mal, das ist aber das altmärkische Heimattreffen, das ist natürlich mehrere Nummern kleiner. Ja, und das gab es ja schon, ja, das hat ja auch hier auf dem Kanal schon mal, also über dieses erste Treffen, was hier war, Das stimmt. altmärkische Heimattreffen in Film Da war auch ganz Stendal gebracht. auf den Beinen. Genau, Das ist genau, wohl wahr. genau. Aber das war schon, also Sachsen-Anhalt-Tag Aber in Stendal war Sachsen-Anhalt-Tag, das toll. ist sicherlich eine Nummer größer und auch nicht vergleichbar mit dem Rolandfest, was ich dann, deswegen sagte ich, müssen wir dort nochmal zurückgehen zum Genau. Sachsen-Anhalt-Tag. Genau. Ja, dann war ich ja in diesem Kulturbüro, hieß es das, also das wurde dann ja
muss ich jetzt etwas, ist etwas kompliziert hier zu erläutern. Na, versuchen wir es doch mal. Nach dem 6. Sachsen-Anhalt-Tag hatte ich dann angefangen, der Stendal-Information mit einer Halbtagsstelle, wenn man das so will, einmal Halbtagsinformation, zweiten Tag Kulturbüro oder ja, Kulturbüro ja. War das ja dann. So, das relativierte sich dann die Frau Kampelmann, war sie da schon, Frau Kampelmann, ja. Frau Kampelmann wurde dann Kulturmanagerin, ja, und dann wurde das, wie gesagt, wurde unter Frau Kampelmann wurde dann, wie Sie schon sagten, dieses Kulturmanagement oder verlegt draußen dann in Stadtsee. Dort waren dann noch dann zwei weitere Damen mit beschäftigt. Ja. Und dann ich als Mitarbeiter. Ja, das reduzierte sich dann laufend in kürzester Zeit, sodass dann bloß noch Frau Kampelmann und ich dann dort das Kulturmanagement hier machte. Hauptsächlich verantwortlich dann für alle was Veranstaltungen, die in dieser Richtung waren, wie Rolandfest. Ja, es kam dann noch Weihnachtsmarkt dazu, der vorher von der Stendal-Information organisiert oder besser gesagt in private Hände gegeben worden war. Ja, das hat dann die Firma Liebisch, hat das da damals diesen Weihnachtsmarkt gemacht. Ja, und er wurde dann im Laufe der Zeit dann wieder aus dieser Privatsphäre herausgeholt, muss man sagen, aus dieser privaten Betreibung und wurde dann wieder vom Kulturbüro oder später dann von der Stendal-Information ja, und Veranstaltungsmanagement, was dann in der Stendal-Information angesiedelt war, organisiert. Mhm. War es eigentlich ein Vorteil, in Stadtsee angesiedelt zu sein als Kulturbüro oder hatte das einfach nur räumliche Gründe? Ich denke mal, es hatte räumliche Gründe, denn ich meine, so draußen war auch das Kulturamt, wo dann, wie gesagt, dieses Kulturbüro ausgegliedert worden, also das Amt für Schule, Sport, ja, war auch dort draußen und deswegen war das eigentlich logisch, dass auch dort der zweite Teil dieses Amtes, der dann irgendwo mal ins Kulturmanagement oder ausgesiedelt wurde, dann sich auch dort befand. Ja. Ja, wir waren dann kurze Zeit dann auch wieder mal in der Stadt, in so einem kleinen Raum untergebracht und so weiter. Und bis dann entsprechend auch dann das in den oberen Bereich dann der Stendal-Information wurde dann Kornmarkt. Kampelmann-Kornmarkt und ich mit uns angesiedelt. Ja. Naja. Rolandfest war in Ihrer Verantwortung. Was bedeutet das, so ein Stadtfest zu organisieren? Klar, Sie hatten den Sachsen-Anhalt-Tag schon hinter sich, damit lässt sich das Rolandfest nicht unbedingt vergleichen, aber es ist ja schon eine große Aufgabe. Wie geht man an sowas ran? Man macht sich erstmal ein Konzept, das ist erstmal klar. Also man muss erstmal wissen, was man will, was man organisieren möchte, ja, und fängt dann erstmal an, den Rahmen dazu zu bauen. Und wenn ich den Rahmen dann für so ein Fest gebaut habe, kann ich dann mit entsprechenden Programmteilen, Punkten untersetzen, ja, und muss dabei natürlich immer die Finanzen im Auge behalten. Das ist sicherlich gerade auch bei uns mit den begrenzten Mitteln, die wir immer bei der Stadt haben, ein sehr wichtiger Teil, muss ich natürlich auch um Sponsoring kümmern. Mhm. Aber wie gesagt, die entscheidende Frage ist erstmal, dass dieses Konzept steht, was ich will, ja, und entsprechend dann, wie viele Bühnen ich machen möchte, was ich auf diesen Bühnen machen möchte, ja, was wir veranstalten, was noch ringsrum möchte ich noch, irgendwie einen Rummel möchte ich noch, zum Beispiel einen Mittelaltermarkt und alle solche Sachen. Ja, und dann, wie gesagt, wenn ich dort weiß, was ich will, muss ich das erstmal finanziell untersetzen und dann kann ich es organisieren, weil ich ja dann immer dann auch einen Blick halten muss, was kann ich mir leisten oder nicht. Gerade vor diesem Hintergrund des begrenzten Budgets, wie schwierig ist es da denn, überregionale Künstler auf die Stendaler Bühne zu holen? Es ist schwierig, Es ist aber im Prinzip so, wie gesagt, man kann nur das holen, was man oder das auftreten lassen, was man auch bezahlen kann. Natürlich. Ja, ich habe ja dann auch in vielen Fällen dann auch kooperiert mit Rundfunksendern, muss ich sagen. Also ist eigentlich alles, was in Sachsen-Anhalt hier an privaten oder auch öffentlich-rechtlichen Sendern existiert, also ob das hier
die Programme von MDR, also auch die einzelnen Produktionen wie Jump, Sputnik und so weiter, hatten wir alle schon zum Ronaldfest da. Natürlich dann auch darüber die anderen privat, wie Sachsen, Sender wie Sachsen-Anhalt und aber auch Sputnik. Also das war alles da schon mal und mit denen konnte man sich einigen. Die haben dann entsprechend, also die haben auch teilweise Formate, ja, diese dann irgendwo auch bei solchen Veranstaltungen, vor allen Dingen, wenn es Veranstaltungen sind mit etwas überregionalen Charakter, eben wenn ein besonderer Feiertag gefeiert wird, als Beispiel 40, das 40. Rolandfest oder 20. oder 30. oder irgendwie in dieser Richtung oder auch meinetwegen das ein Jubiläum der Stadt oder eine bestimmte Jahreszahl, die dann gefeiert wird oder ein bestimmtes Ereignis, dann mit solchen Sachen zu untersetzen. Damit, wie gesagt, sind dann auch entsprechende Künstler gekommen, aber es war natürlich auch wichtig und wurde natürlich möglicherweise auch notwendig, dann noch stärker privat mit einzubinden und eben durch die Vermarktung des, von Flächen des Rolandfestes dann auch das Kulturprogramm dort mit finanzieren und bezahlen zu können. Was war für Sie ein besonderes Highlight bei all den Rolandfesten, die in Ihrer Verantwortung standen? Sei es jetzt vom Bühnenprogramm her oder sei es von irgendetwas, was Ihnen vielleicht eingefallen ist, was es neu gab auf dem Rolandfest? Das ist jetzt hier natürlich schwierig. Ich habe viele Rolandfeste gemacht, jetzt ein Highlight rauszugreifen. Sagen wir drei. Wäre jetzt schwierig. Okay. Ja, also ich denke mal, das 40. Rolandfest war schon ein Höhepunkt, was gestaltet worden ist, was wir gestaltet haben. Aber wie gesagt, jetzt ein einzelnes Highlight möchte ich jetzt oder gar nicht jetzt rausnehmen. Okay. Es waren zu viele, sage ich. Und außerdem muss ich dazu sagen, ich war eigentlich immer bestrebt, wenn ich so ein Programm gestrickt habe, zusammengestellt habe, das etwas für alle Geschmäcker zu tun. Also nicht nur mein eigener Geschmack, das hätte ich ja sagen können, also während der Start aufgetreten ist, das war für mich das Highlight. Ja, aber das war eigentlich für mich immer nicht primär, sondern das war für mich immer sekundär. Für mich stand immer im Mittelpunkt, dass ich für alle, ja, für alle was tue und möglichst einen großen Teil der Bevölkerung hier unserer Stadt mit den Programmen Rolandfest erreiche. Wen hätten Sie denn geholt, wenn es nur nach Ihnen gegangen wäre und das Geld dafür da gewesen wäre? Wen hätten Sie da gerne mal in Ständer gesehen? Ja, also das haben wir schon wie Matthias Reim und so weiter, haben wir schon also Größen, also die für mich, also das ist auch mein Musikgeschmack, also da würde ich mich jetzt mal outen, also die haben ja hier schon auf der Bühne gestanden, also demzufolge wüsste ich jetzt keinen Großen, den wir unbedingt jetzt hier nochmal herholen müssten. Nun gab es ja nicht nur und gibt immer noch das Rolandfest, für das Sie eine Zeit lang verantwortlich waren, sondern es gab ja auch die Stendaler Kneipennächte, wo Sie doch Mitinitiator waren. Wie kamen die Kneipennächte nach Stendal? Die Kneipennächte war ebenfalls wieder oder entsprang ebenfalls wieder einer Idee des damaligen Kulturmanagements, ja, und von Frau Kampelmann, die das in anderen Städten gesehen und erlebt hatten und der Meinung war, sowas muss in Stendal auch funktionieren und das müssen wir als kulturelle Bereicherung für unsere Stadt auch organisieren. Und so wurden interessierte Kneiper hier in Stendal gesucht. Das war in erster Linie damals vor allen Dingen, damit sich stark eingebracht hat, der André Weihrauch, der mit seinen beiden Gaststätten, die er dort hatte, aber auch andere Kneiper, so dass wir gemeinsam dann mit einer Agentur diese Kneipennächte organisiert haben. Was war die Idee, die dahinter steckte? Also was unterschied jetzt die Kneipennächte vom normalen Kneipenbummel? Ja, die Kneipennächte, das waren ja Musikkneipennächte. Also das war im Mittelpunkt stand ja nicht der Besuch der Kneipen, sondern im Mittelpunkt bestand die Musik. Aber es bestand natürlich auch das Interesse der Kneiper darin, dass man natürlich auch ihre Gaststätten dadurch bekannter gemacht hat. Ja, und es ist ja nun mal so, dass dieses Gaststättenwesen, das sieht man auch heute, das war aber damals auch schon so, immer darunter gelitten hat, dass wenig Gäste waren, ja, und dass zumindest auch durch diese Kneipennächte, die wir dann durchgeführt haben, zum Anfang ja zweimal im Jahr, ja, ja einmal im Frühjahr und einmal im Herbst,
ja, dann auf alle Fälle dort entsprechend dann auch ein Umsatz für diese Gaststätten dann auch entsprechend war. Also es war also mehrere Aspekte, die dort waren. Und für uns vor allen Dingen dort auch als damaliges Kulturbüro ging es darum, hier eine kulturelle Bereicherung mit diesen Kneipennächten dann zu erreichen. Und das haben wir, denke ich mal, auch geschafft. Wie viele Kneipen waren zu den Hochzeiten der Kneipennächte dabei? Also zu den Hochzeiten waren 24 Kneipen mal dabei, aber man muss natürlich sagen, dass im Laufe der Jahre einige zugemacht haben. Ja, und so, dass dann bei der letzten Kneipennacht, die dann, das war die 24. Kneipennacht, die 2011 war, ja, waren dann nur noch so 10 Gaststätten dabei. So, wir wollten damals dann, wir haben immer wieder dort mit den Gaststätten damals dann immer wieder geredet und sie überzeugen wollen. Es hat dann sogar noch in der Apotheke dann zum Schluss noch mitgemacht, ja, die neu aufgemacht hatte, hinten die Adlerapotheke. Dort wurde auf den Hof dann dieser Adlerapotheke dann entsprechend auch Musik gemacht. Es ist uns leider, muss man sagen, obwohl der damalige Vorstand alles versucht hat, mit den nochmal ins Gespräch zu kommen, es nicht gelungen, das wieder zu beleben. Ja, übrig geblieben ist ja nur ein Rudiment dieser Kneipennächte. Das ist ja diese, na ja, Musiknacht nennt sie sich jetzt auch zwischenzeitlich, des Bermuda-Dreiecks. Ja. Ja, also der Chef des Irish Pub City war ja bei uns mit im Vorstand bis zum Schluss. Ja, und der hat dann die, sag mal, zumindest erstmal diese Kneipennacht weiterführen wollen. Immer mit der Hoffnung, dass es irgendwann wieder mal das Interesse vieler Kneipen dort trifft und irgendwann wieder mal sowas hier entsteht. Bermuda-Dreieck sind jetzt die Kneipen in Birkenhagen, nur für diejenigen, die sich nicht ganz so auskennen. Was meinen Sie denn, was letztlich zum Ende der Kneipennächte geführt hat? War das eine Veranstaltung, die nicht mehr im Trend lag, oder lag es daran, dass so viele Stendaler Kneipen zugemacht hatten? Woran könnte es gelegen haben? Das ist eine sehr schwierige Frage und sicherlich auch eine sehr, sagen wir mal, Frage, die man auch unterschiedlich beantworten muss. Es gab zwei Tendenzen. Die erste Tendenz war, wie ich schon sagte, dass einige Kneipen dort auch vor allen Dingen im Zentrum, ja, die letzte, die da noch war, die zugemacht hat, war hier Onkel Sam zum Beispiel dann noch. Ja, sodass in der breiten Straße dann kaum noch Kneipen waren. Dann hat zwar dann auch mal irgendwie so ein Imbiss mal mitgemacht und wie ich sagte, dann am Ende dieser breiten Straße, nördlichen breiten Straße, dann die Adlerapotheke. Ja, aber dann war im Prinzip in der breiten Straße hatten wir dann noch hier das Café, na, rechte, linke Hand jetzt hier, aber da weiter hinten dann nur noch im Prinzip die Gaststätte von Weihrauch. Sodass dann die Italiener waren nicht zu überzeugen, mitzumachen, die wir dann hatten, zwei Gaststätten dazwischen. Also so, dass das daran hauptsächlich gescheitert ist, an dem Desinteresse mit der Kneipe, diese Sache weiterzuführen. Ja. Ja, und ich meine, der Herr Düwert aus Irish Pub City war es leid, ja, dort immer dann für die anderen Gaststätten das zu organisieren, ja, und im Endeffekt möglicherweise für sie den Umsatz zu steigern. Und hat dann gesagt, nee, wenn die nicht wollen, dann will ich auch nicht mehr. Und das war dann eigentlich, dass wir dann gesagt haben, jetzt ist Schluss und wir dann die Auflösung des Vereins veranlasst hatten. Wir haben es nicht gemacht, ich muss es hier mal sagen, weil manchmal böse Zungen das Verhalten behaupten, dass wir, weil wir kein Geld mehr hatten. Die Kneipennächte, der Verein hatte noch Geld. Ja, wir haben das noch zur Organisierung der letzten Sache dann des Irish Pub Cities hier mit seinem Straßenfest, was er da noch gemacht hat, 2012 dann investiert. Ja, und haben den Rest noch nach der Auflösung des Vereins dann die restlichen, naja, 500 Euro waren circa noch einer gemeinnützigen Einrichtung, nämlich den Gerberhof übergeben. Ja. Wir sind ja jetzt so langsam in Richtung Ende der 90er Jahre unterwegs und dann kommt ja auch so langsam der offene Kanal Stendal ins Spiel. Wie kamen Sie und der offene Kanal zusammen? Das hat auch damit was zu tun, dass diese Idee, diesen offenen Kanal zu gründen, ja gewachsen ist durch den damaligen Kultur-
durch die damalige Kulturmanagerin, das fange ich auch schon wieder an, das durcheinander zu bringen mit sie und er. Also aber Frau Kampelmann? Frau Kampelmann. Mhm. Und ein Kollege vom Theater, jetzt muss ich den Namen, sind Schall und Rauch bei mir, Randolf Götze, mhm. Ja, die Idee hatten, hier in dieser Richtung etwas, was schon in anderen Regionen, ja, wie zum Beispiel Dortmund, ja, schon gibt, so einen offenen Kanal zu installieren. Und wir stellen halt hier etwas in dieser Richtung auch für die Bevölkerung und auch für Interessierte an Videodrehs und so weiter zu organisieren und zu machen. Mhm. So, und ausgehend von dieser, also von diesen kleinen Gruppe, sind natürlich dann auch noch sofort mehrere Interessierte dann noch dazugestoßen zu dieser Truppe, so dass wir uns bereits dann 1998, muss man sagen, dann schon formiert hatten, ja, schon durch Spenden, die wir gekriegt haben, dann erstmal Apparaturen, also damit wir schon mal so einen Film gestalten konnten, aber auf einfache, primitive Weise geschaffen hatten. Ja, und wir natürlich die Lizenz dann beim Landesrundfunkrat dann beantragt haben. Ja. Ja, und diese Lizenz, also nachdem wir diese Lizenz dann zumindest uns in Aussicht gestellt wurde, diese Lizenz zu erhalten, haben wir dann auch einen entsprechenden Geschäftsführer dann in unseren, haben wir erstmal den Verein gegründet, so muss ich das sagen, diesen ja. Verein gegründet. Ja, und das, der mehr oder weniger nur kein Förderverein ist, sondern das war ja der Verein, der auch diesen, der Vorstand, der diesen Verein geleitet hat. Also es war ein geschäftsführender Vorstand und ein geschäftsführender Verein, ja, also kein Förderverein. Mhm. So dass wir uns dann, nachdem, wie gesagt, das alles dann durch war, nachdem der Verein gegründet war, ja, mit einem Geschäftsführer, das war damals dann schon der Andreas Bredo, der heute ja. noch der Geschäftsführer ist, ja, an die Arbeit machten, dann die Bedingungen für einen offenen Kanal, also die Räumlichkeiten, die da erforderlich sind, dann entsprechend hier herzurichten. Und das war eine, denke ich mal, große Herausforderung, da wir Unterstützung, muss man sagen, von der Stadt erhalten haben, ja, um mhm. diesen offenen Kanal dort zu betreiben, ja, und haben entsprechende Fördermittel erhalten, ja, aber es war natürlich dann auch bestimmte Bedingungen für Brandschutz etc. dort einzuhalten und zu machen, ja, die dann ja unter der strengen Kontrolle jetzt hier des Bauaufsichtsamtes hier auch in der Stadt basierte, sodass das nicht so einfach war. Wir mussten also dann immer als Vorstand jonglieren, wenn man das so will, einerseits mit den Möglichkeiten, die wir ja hatten vor Ort, andererseits mit den vorhandenen Finanzen, die wir ja von der Stadt, aber auch, wie gesagt, in Aussicht gestellt oder da schon bewilligt bekommen haben vom Landesrundfunkrat, sodass ich denke mal eine sehr fruchtbringende, aber wie gesagt auch sehr anstrengende Zeit, diese Zeit damals war und wir dann am 27. August 1999 dann hier auf Sendung gehen konnten. Was kannten Sie denn vorher schon von Bürgerfernsehen und warum fanden Sie das eine Idee, die unterstützungswert war? Ich muss sagen, dass ich persönlich dort nicht viel von Bürgerfernsehen wusste. Das waren für mich böhmische Dörfer, muss ich sagen. Wir haben uns aber im Vorfeld dann auch mal bei zum Beispiel Dortmund, bei dem offenen Kanal, da haben wir extra eine Fahrt, dann mit Frau Kampelmann und den Interessierten, schon damals interessierten Leuten gemacht und haben uns dann offene Kanal in Dortmund angeschaut und uns dort auch erklären lassen, wie im Prinzip das alles dort organisiert wird, wie es läuft und auch den Sinn und Zweck an dieses ja. offenen Kanals. Ja, und wir hatten es ja, wie gesagt, den Verein gegründet und in der Vereinssatzung ist natürlich dann auch der Sinn und auch der Zweck des offenen Kanals dann auch nochmal definiert, mhm. ja, entsprechend den Vorgaben dann des Landesrundfunkrates oder Landesrundfunkausschusses.
Sie waren ja zwar nicht der erste Vorsitzende des offenen Kanals, aber als der offene Kanal auf Sendung ging, waren Sie schon Vorsitzender des offenen Ja, Kanals. ich war nicht der erste Vorsitzende, das ist richtig, aber als jetzt hier dann die Arbeiten begann Ja. mit den offenen, also die richtigen Arbeiten, dann war ich, da war ich dann schon Ja. Vorsitzender. Ne? Was hat so ein Vorsitzender für Aufgaben bei so einem Projekt? Da die Aufgaben gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitgliedern des Vereins, also diese ganzen Arbeiten zu planen erstmal, zu koordinieren, ja, und durchzuführen. Mhm. So muss man das, so muss man das sagen. Mhm. Und ich denke mal, da war also der Enthusiasmus groß, ja, ob das hier der Herr Bredow als Geschäftsführer dann war, der mit dem Fußbodenbelag selber gemacht haben, dass wir die Wände gestrichen haben. Also wie das im Prinzip bei der Renovierung des offenen Kanals ja immer wieder ab und zu mal hier passiert, aber da war eben da die Grundbedingungen dafür eben dann zu schaffen. Es war schon so eine Herzensangelegenheit von denjenigen, die da mitgewirkt haben. Es war eine haben. Herzensangelegenheit, das muss Ja. man so sagen. Ja. Ja. Und Sie sind ja dann einige Jahre Vorsitzender Ja. gewesen. Wie funktionierte das so in der Anfangszeit? Wie groß war denn auch das Interesse oder die Akzeptanz in der Öffentlichkeit an dem neuen Fernsehsender? Wurde der wahrgenommen oder war das mehr eine Randerscheinung? Nee, ich denke mal, er wurde wahrgenommen und es wurde ja auch viel unternommen. Ja, vor allen Dingen dann durch den Geschäftsführer und durch die Mitglieder des offenen Kanals, beziehungsweise man musste immer unterscheiden zwischen Mitgliedern und Nutzer. Der Nutzer ist was anderes, der Nutzer muss nicht Mitglied sein, denn offenen Kanal, die Gerätschaften und hier Schneide, Technik und so weiter können ja alle nutzen. Also ein ja, Nutzer ist jemand, der sich hier eine Kamera ausleiht, Richtig. Eine Sendung dreht genau. und das dann genau. hier genau. schneidet oder schneiden lässt. Richtig. Ein Mitglied ist halt jemand, der in diesem Verein ist seinen Beitrag zahlt. Und so weiter. Das ist Okay. natürlich, das kann natürlich uns noch beides sein, identisch sein, Nutzer Ja. und Mitglied, ja, aber Ja. das wäre halt sicherlich das Ideale. Aber wir sind, wie gesagt, der offene Kanal ist ja für alle da, ja, um entsprechend dann diese Möglichkeit zu nutzen, hier Sendungen zu drehen, aber auch entsprechend, dass Sendungen, die man hier macht oder irgendwelche Filme, die man macht, ja auch gesendet werden im offenen Kanal. Ja, und ich denke, dass das die Neugier, muss ich sagen, es war ja ein neues Medium, man kannte es nicht, der jungen Leute, vor allen Dingen junge Leute, aber auch ältere, der älteste Nutzer war dann noch fast 90 Jahre, ja, der dann in so einer Fotogruppe Gruppe hier des ehemaligen RW oder Reichsbahn, ja, bis zur RW Reichsbahn Ja, sogar ja. gewesen ist, also die haben sich da auch gleich mit eingebracht, um hier entsprechend dieses neue Medium zu nutzen. Also ich denke, es hat sich dann Stück für Stück auch entsprechend in diese Richtung entwickelt. Wir haben dann noch eigene Sendungen produziert. Ich denke mal mit der Conny Weinstein, die Schlagersendungen, die da gewesen sind. Mhm. Oder ich selbst habe mit eine Sendung gemacht, Kultur pur, wo über Veranstaltungen in Stendal dann berichtet wurde. Ja. Ja, ich denke mal, es hat sich dann weiterentwickelt und je weiter es sich entwickelt hat, hat sich das im Prinzip dann auch stabilisiert, sodass ich denke mal, heute der offene Kanal eigentlich von Stendal nicht mehr wegzudenken ist. Sie haben ja gesagt, Sie standen selber auch hinter der Kamera, zum Beispiel als der Bundespräsident Rau Ja. In Stendal war. Das mussten Sie ja auch alles erst nochmal lernen oder hatten Sie vorher schon mal was mit Kameratechnik zu tun gehabt? Naja, also wer im Prinzip interessiert ist hier an den offenen Kanal, hat sicherlich auch selbst eine Kamera, also eine Videokamera. Und ich meine, die Technik ist hier sicherlich anders, aber es ist eben auch nicht viel mehr als das, also es folgt demselben was Prinzip. Man eine private Videokamera Okay. hat. Man muss sich dort einweisen lassen, also das braucht dann keinen großen, sagen wir mal, großen halbjährlichen Lehrgang. Aber wir haben auch Lehrgänge im Vorfeld, jetzt hier der Gründung des offenen Kanals, haben wir auch solche Lehrgänge durchgeführt, also im Umgang mit der Schneidetechnik und so weiter, um das entsprechend auch beherrschen zu können. Weil das mit der Schneidetechnik dann so eine Produktion eines Filmes, das ist nicht ganz so einfach. Okay. Also wer das jetzt auch privat, also mal irgendwo so ein Schnittprogramm hat, und einen vernünftigen Film machen will, der wird wissen, wie kompliziert das ist. Also das bedarf dann schon ein gewisses Maß an Verständnis für bestimmte Ja. technischen Prozesse und so weiter, um auch einen vernünftigen Film da produzieren zu können. Mhm.
Sie haben dann den Vorsitz abgegeben. Warum? Ja, da gab es, will ich mal sagen, persönliche Differenzen, persönliche, ja, die ich dort hatte und da gedacht habe. Okay. Also, und außerdem war ich da schon 60 Jahre alt. Hatte dann auch, war dann auch kurz vor meinem Austritt aus, also aus der Stadtverwaltung. Bin dann der Teil meiner Alterszeit zur Erwerbstätigkeit Ah gegangen, ja, also richtig, der der passive passive Teil, Teil der. meiner Alterszeit gegangen Ja. und ja, und deswegen hatte ich dann hier Okay. mehr oder weniger dann auch gesagt, okay, ich gehe. Mitglied sind Sie aber nach wie vor? Nein, Nein. bin kein Mitglied mehr. Aber dem offenen Kanal immer noch verbunden? Gucken Sie regelmäßig? Ich gucke regelmäßig ja, über entsprechend meinen Laptop dann auch mal entsprechende Sendungen, die mich von den Programmen her aufgeführt interessieren. Sie sind ja auch politisch engagiert. Gucken Sie zum Beispiel Stadtratssitzungen auf dem offenen Kanal? Gucke ich nicht, die gucke ich ja original, zumindest zur Zeit Ja, noch, ja, klar. weil ich ja Stadtrat bin. Ja. Aber dass man sich dann nochmal anguckt und nochmal sich die Nee, Reden anhört, die man schon mal nein, nein, live nein. erlebt hat, das ist Nein, dann doch nicht so. das mache ich nicht. Okay. Sie sagten ja, der offene Kanal ist aus Stendal nicht wegzudenken. Sie sind jetzt auch schon seit über 40 Jahren in Stendal. Fühlen Sie sich auch eher als Stendaler oder immer noch als Kittlitzer oder Altmerker oder Oberlausitzer? Wofür schlägt Ihr Herz? Ja, ich möchte sagen, also da ich, wie gesagt, schon so lange hier lebe, bin ich natürlich auch dieser Region jetzt hier und auch der Stadt Stendal, mit dieser Region der Stadt Stendal sehr verwachsen. Ja, und das zeigt sich auch darin, dass ich hier Stadtführer bin, nach wie vor noch. Also seit ich aufgehört habe, da denn zu arbeiten, 2008, seitdem bin ich dann auch entsprechend Stadtführer hier in Stendal, Stadtführer tätig. Ja, und interessiere mich natürlich auch für die Geschichte der Altmark und auch vor allen Dingen für die Geschichte der Stadt Stendal. Ja, und versuche die auch durch meine Tätigkeit als Stadtführer dann den Menschen hier zu vermitteln. Und ich hoffe, dass ich da auch ein relativ guter Stadtführer bin und dass mir das gut gelingt. Fernsehen wird heutzutage ja gerade von der jungen Zuschauergruppe nicht mehr so konsumiert wie früher. Es wird ja viel Fernsehen über das Internet kommuniziert, es gibt eigene Anbieter wie Netflix und ähnliche. In diesem Gefüge, wo sehen Sie denn da die Rolle des offenen Kanals oder überhaupt der offenen Kanäle? Wie können die sich weiterhin als wichtiges Mitglied der Medienlandschaft etablieren? Das Wichtigste ist, ich meine, wenn ich, ist ja, dass ich, wenn ich ja diese ganzen anderen Produktionen im Fernsehen gucke, ist das ja eine passive Beschäftigung mit diesen Medien. Es gibt ja, der offene Kanal bietet ja die Möglichkeit, ja, sich dann nicht nur passiv mit diesen Medien, sondern im Prinzip praktisch mit diesen Medien zu beschäftigen und selbst Produktionen zu erstellen und dann, wie gesagt, nicht nur zu erstellen, sondern die auch zu senden. Und ich denke mal, das ist der besondere Reiz. Und ich denke auch, wie Netflix und so weiter, die bringen ja meistens nicht keine regionalen Bezüge. Der offene Kanal bringt natürlich dann auch vor allen Dingen auch regionale Bezüge. Es gibt ja, wie gesagt, hier ein Sportstudio. Ja, und andere regionale Sendungen, die sich mit der Altmark, mit Problemen der Stadt Stendal, wurde ja schon gesagt, die Übertragung jetzt hier des Stadtrates Ja. beschäftigen. Und ich denke mal, da hat das sehr wohl der offene Kanal seine Berechtigung und auch, denke ich mal, seine Zukunft. Jetzt 20 Jahre danach, nach der ersten Sendeminute, wenn Sie mit Menschen ins Gespräch kommen, wird der offene Kanal wahrgenommen? Also man verfolgt die Sendung, ich merke das immer wieder, weil ich, obwohl ich, wie gesagt, 2008 oder aus dem offenen Kanal ausgeschieden bin, immer noch nachgefragt wird von den Leuten, die wussten, dass ich da mal Vorsitzender war, ne, angesprochen werde auf den offenen Kanal, ja, und zu den einzelnen Sendungen. Also das merke ich selbst in meinem bekannten Kreis und meinem Umfeld, dass der offene Kanal nach wie vor auf Interesse stößt. Zu guter Letzt, was wünschen Sie dem offenen Kanal Stendal für die nächsten 20 Jahre?
Ich wünsche den offenen Kanal für die nächsten 20 Jahre, dass er weiter so macht wie jetzt, ja, dass er immer am Ball bleibt, so viel wie möglich, vor allen Dingen auch junge Leute zu interessieren, selbst die Kamera in die Hand zu nehmen, sich mit bestimmten Themen, ja, ob das nur politische oder andere Themen des Lebens sind, auseinanderzusetzen und entsprechende Filme zu drehen und die natürlich auch den Mut zu haben, dann der Öffentlichkeit vorzuführen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Bitte.